Wir haben anlässlich des 75. Todestages von Leo Trotzki, einem der Anführer der russischen Revolution, einen gesamten Workshop-Tag durchgeführt, um darüber zu diskutieren, welche Aktualität die Ideen Trotzkis heute haben. Ja, also der ganze Tag war geprägt von, also einerseits von hitzigen Diskussionen, von angestrengter und angespannter Auseinandersetzung, aber gleichzeitig eben von einem total solidarischen Zusammensein. Wir haben insgesamt 8 Workshops gehabt über Fragen des Feminismus, des Antifaschismus, der Arbeit in den Gewerkschaften. Beendet haben wir den Tag mit einer Podiumsdiskussion mit verschiedenen Gruppen. Eine der zentralen Debatten war die Frage des Neoreformismus. Das bedeutet also, welche Lehren zu ziehen sind aus dem Scheitern von Syriza in Griechenland nach der Unterschrift und das dritte Memorandum. Aber auch, welche Bilanz daraus zu ziehen ist, dass die Linke innerhalb von Syriza es nicht geschafft hat, eine Alternative anzubieten, sondern anstelle des pro-europäischen Reformismus einen Anti-Euro-Reformismus zu entwickeln. Das heißt also, eine Alternative zu entwickeln, die letzten Endes nichts anderes ist als die Rückkehr zum nationalen Kapitalismus und zur Drachme. Eine zweite wichtige Debatte war eben die Frage der sich verstärkenden rassistischen rechten Welle in Deutschland und in ganz Europa im Kontext der sogenannten Flüchtlingskrise. Die Arbeiterklasse hat keine Grenzen. Wir kämpfen gemeinsam gegen die Diktate der Bourgeoisie. Wir hatten einen vollen Tag mit vielen, vielen Leuten, die sich auf verschiedensten Ebenen über die Ideen des Trotzkismus und ihre Aktualität heute auseinandersetzen.